Wir von Wintershaldea gestalten die Gegenwart als verlässlicher Partner für die Energieversorgung Europas. Wir blicken in die Zukunft, wollen sie als Pioniere mitgestalten für eine saubere Welt von morgen. Nach 125 Jahren Wintershall fragen wir uns, wo wollen wir hin? Wer wollen wir sein? Und wo kommen wir her? Wo wir herkommen? Ja, das ist eine gute Frage. Was wissen wir eigentlich über unsere Geschichte? Um in unserer Vergangenheit zu bohren, brauchten wir jemanden, der sich damit wirklich auskennt. Einen Historiker. Er machte sich sofort auf den Weg und an die Arbeit. Und ganz unter uns, seine Dienste waren auch bitter nötig. Denn bei seiner Arbeit fand er nicht nur Widersprüchliches, sondern auch nie aufgearbeitete Kapitel. Aber fangen wir ganz von vorne an. Bei unseren Gründern. Es ist kaum zu glauben, aber wahr. Karl Julius Winter, der Namensgeber von Wintershall, spielte nach der Gründung 1894 keine große Rolle mehr im Unternehmen. Seine Geschäftspartner wollten lieber ohne ihn weitermachen. Mitgründer Grimberg führte die Firma auf Erfolgskurs. Winter seinerseits nahm sich 1914 das Leben. Genauso wie Konkurrent Rudolf Nöllenburg, der ab 1899 die DEA führte. Anfang des 20. Jahrhunderts ging es bergauf für Wintershall. Das Unternehmen liefert Kali für die Industrie und steigt bis 1920 zum größten deutschen Kali-Konzern auf. Eines Tages findet ein Konkurrent dann in einem Kali-Schacht noch einen anderen Rohstoff, Erdöl. Und wer wird sich mit Salzen begnügen, wenn er direkt daneben Öl fördern kann? Wintershall erschließt sich ein neues, aufregendes und lukratives Geschäftsfeld. Mit Tiefpumpen wurde das Öl zutage gefördert. Wer Anfang des 20. Jahrhunderts erfolgreich nach Öl bohrte, blieb nicht lang allein. Es gab keine Exklusivlizenzen und man konnte die Uhr danach stellen, dass nach einem Fund die Konkurrenz in kürzester Zeit neben einem bohrte. In den 1930er Jahren konkurrierten erstmals auch Wintershall und DEA. Mit benachbarten Bohrtürmen förderten sie sich gegenseitig das Öl unter der Scholle weg. Zum Teil wurden die Türme damals mit Holz verkleidet, um sich nicht in die Karten schauen zu lassen. Es war ein Katz-und-Maus-Spiel. Für beide Unternehmen begann in den 20er und 30er Jahren eine düstere Zeit. Die große Inflation, der Zusammenbruch des deutschen Kali-Monopols und die Weltwirtschaftskrise. In den 30er Jahren kam der Aufschwung. Denn das Geschäft mit dem Öl begann nicht nur durch die steigende Zahl der Autos zu florieren. Mit der Nazi-Herrschaft folgte der Zweite Weltkrieg und mit ihm der enorme Bedarf nach Erdöl. Wintershall profitierte vom Reichsbohrgesetz und begann mit dem Abbau in den vom Deutschen Reich besetzten Gebieten. Wir stiegen zudem in die Rüstungsindustrie ein und schon bald wurden Zwangsarbeiter in den Werken, Raffinerien und Erdölbetrieben beschäftigt. Der Nationalsozialismus hüllte ganz Europa in tiefes Dunkel. Doch auch auf die tiefste Nacht folgt ein neuer Tag. In der Nachkriegszeit wurde endlich ein neues, ein leuchtendes Kapitel aufgeschlagen. Wintershall und DEA erschlossen immer mehr kleine, aber lukrative Öl- und Gasfelder in Deutschland. Und sie starteten ein gemeinsames Wagnis. Die Konkurrenten erwarben 1952 gemeinsam die Tankstellenkette Deutsche Gasolin AG. Ein Risiko und ein Glücksgriff. Denn das Wirtschaftswunder Deutschland brauchte Treibstoff und die beiden Erdölförderer konnten nun bis an den Tankdeckel liefern. Um ein Haar wäre Wintershall dann noch in die Gesundheitsbranche eingestiegen. Bei einer Bohrung im beschaulichen Bellingen stieß Wintershall anstatt auf Öl auf
Thermalwasser. Nach kurzer Überlegung wurde dieses Geschäftsfeld jedoch nicht weiter verfolgt und die Quelle der Stadt übergeben. Weil Aufwand und Risiko hoch sind, streuen wir das Engagement. Bald war es in Emlichheim, Wietze und Eitingen zu eng für beide Unternehmen. Dea und Wintershall suchten sich finanzstarke Partner in Form von Texaco und BASF, um weiter in die Welt zu expandieren. Sie realisierten sogar gemeinsame Projekte, wie hier im entfernten Peru. In den 70er Jahren explodierte der Ölpreis weltweit und damit lohnte sich plötzlich wieder das Fördern in Deutschland. Wintershall und Dea investierten jeweils 50-50 in der Schweden-Exe und in Mittelplate, den beiden ersten Offshore-Projekten vor der deutschen Küste überhaupt. Was mit der Pipeline Midal und der ersten Kooperation mit Gazprom begann, entwickelte sich über die Jahre hinweg zu Nord Stream und einer einzigartigen Erfolgsgeschichte. Um die Jahrtausendwende änderte sich wieder einmal alles. Wintershall setzt neue geografische Schwerpunkte in der Förderung und verabschiedet sich aus dem Raffinerie- und Tankstellengeschäft und war sehr erfolgreich damit. Und mit 125 Jahren ist man dann auch endlich reif für die Hochzeit, auch wenn sie von den Eltern eingefädelt wird. 2019 schließen sich die stetigen Konkurrenten und gelegentlichen Partner Wintershall und Dea zum neuen Gas- und Öl-Champion in Europa zusammen, zu Wintershall Dea. Heute feiern wir Jubiläum, denn unsere Zukunft braucht Herkunft. Wir schauen nach vorn. Die Welt hat sich in den letzten 125 Jahren verändert. Und wir taten es auch. Wir freuen uns auf unsere gemeinsame Zukunft. Wintershall Dea.